Am Internet taugt mir, dass es ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Dass man die Möglichkeit hat, alle möglichen Informationen abzurufen. Sehr schnell etwas verbreiten kann, nachfragen kann und meistens sehr schnell auch eine Antwort, eine Information bekomme und gleichzeitig auch meine Freunde und Bekannte erreichen kann, unkompliziert. Dass man sich mit allen Leuten auf der Welt verbinden kann, egal in welchem Land die Person wohnt. Wenn ich zum Beispiel eine Künstlerin bin, kann ich ganz einfach so meine Sachen verbreiten. Auf der anderen Seite zu ganz vielen Sachen Zugang, die ich ohne Internet überhaupt nicht hätte. Die Schnelllebigkeit, also man muss immer sofort überall dabei sein, man muss immer gleich alles wissen, immer up to date sein und wenn man das nicht ist, ist man automatisch irgendwie exkludiert. Dass Leute in ihrer Bubble gefangen bleiben, weil man sich dann eben irgendwann so Scheuklappen aufsetzt und nichts mehr außer die eigene Meinung gelten lässt. Es ist, verzeihen Sie mal die Wortwahl, es ist so viel Bullshit unterwegs, dass man total darin ertrinkt. Dass die meisten großen Plattformen einfach große Konzerne sind. Das heißt, alles, was wir sehen und alles, was wir nicht sehen, wird irgendwie durch Unternehmen bestimmt und eben durch profitorientierte Entscheidungen bestimmt. Dass ganz, ganz wenige sehr viel Macht drüber haben. Ich habe die Macht, zum Beispiel auf Meinungsfreiheit zu pochen. Ich habe die Macht, auch Opfer von Einschüchterungsversuchen zu unterstützen. Und ich glaube, das können wir alle machen, dass wir genau hinschauen. Und wenn wir das Gefühl haben, jemand wird zu Unrecht niedergemacht oder in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt, dass wir dem Menschen den Rücken stärken. Wenn man bei der Justiz mehr Staatsanwälte hätte, die auf diese Rechte, auf diesen Schutz achten, da könnte man was tun. Also das heißt, wir brauchen einen starken Rechtsstaat. Wir brauchen vielleicht nicht immer komplett neue Gesetze, sondern einfach mehr Schutz von Betroffenen. Das ist die staatliche Ebene. Woran es eigentlich fehlt, ist an wirklich echten digital öffentlichen Räumen, die auch einer Gemeinwohllogik eher folgen. Dass man die öffentlich-rechtlichen Anbieter, Medien, die es quasi in der analogen Welt immer schon gegeben hat, dass man die von ihren Fesseln befreit und ihnen mehr Freiheiten gibt, im Netz auch alternative, nicht primär kommerzielle Angebote zu schaffen, die dann vielleicht auch viel partizipativer sind und den Beitragszahlenden, dem Publikum auch Räume eröffnen. Warum kann ich mein Video nur bei YouTube hochladen und nicht bei irgendeiner öffentlich-rechtlichen Alternative? Dass diese öffentlich-rechtlichen Akteurinnen und Akteure dann auch mit anderen gemeinwohlorientierten Plattformen zusammenarbeiten. Also für mich das wichtigste Beispiel wäre da die Wikipedia. Die hat eine große Reichweite, gerade auch unter jungen Menschen, aber man findet dort kaum öffentlich-rechtliche Inhalte. Und ich glaube, da muss es ein Umdenken geben. Da müssen die öffentlich-rechtlichen Sender auch damit beginnen, ihre Inhalte auf eine Art und Weise zu veröffentlichen, sodass sie in der Wikipedia eingestellt werden können.